Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einer neuen Folge von 3, 2, 1. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Pass. 3, 2, 1. Hallöchen, meine Freunde, zurück. 3, 2, 1. Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einem neuen Let's Test, beziehungsweise einem neu-alten Let's Pass. 3, 2, 1. Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einem neuen Let's Test, beziehungsweise einem neuen alten Let's Test, und zwar von Wising World. Ja, mittlerweile ist die Version 0727 draußen, und ja, die möchte ich mit euch jetzt natürlich spielen und Spaß haben. So, es gibt mir dabei auch neue Dicken. Es gibt mittlerweile auch neue Dinge hierzu, das muss man dazu sagen. Und ja, deswegen schauen wir uns erstmal auch ein bisschen die Einstellungen an und so weiter und so fort. Und ja, ihr seht ja, habe ich alles soweit auf hoch geprügelt, soweit es halt eben funktioniert und sobald es halt meine Grafikkarte zulässt. Zum Glück habe ich hier ja die Möglichkeit, dass meine Grafikkarte das zulässt. Ja, deswegen, deswegen ist alles eigentlich relativ gut. So, hier kann man später auch noch die Lichtqualität und sowas einstellen. Aktuell kann man das anscheinend noch nicht. Ja. Hier seht ihr auch diese wunderschönen normalen Einstellungen. Die Masterlautstärke und allgemein die Musiklautstärke. Ja gut, das ist jetzt eher weniger wichtig. Das Wichtigste kommt jetzt eigentlich. So, wir persönlich können einen LAN-Server mittlerweile starten. Ja, also es gibt mittlerweile auch einen Multiplayer, der halt nicht so wirklich gut besucht ist. Aber ja, ich sag mal so, es gibt ihn. Und ja, deswegen eigentlich ganz okay. So, wird halt wie gesagt, wie ihr hier seht, wirklich kaum benutzt bzw. kaum gespielt. Finde ich jetzt aber auch soweit eigentlich gar nicht schlimm. Aber gut, ich möchte ja sowieso bloß den Singleplayer spielen. Da geht man halt einfach auf einzelne Spiele, geht auf neue Welt erschaffen, nennt das beispielsweise Aufnahme. Und wählt, ja, was könnte man für einen Seed nehmen? Ach komm, lass mal einfach den Seed. Und dann sieht man hier, ist, man kann immer noch, nur noch unter Survival und Creative Menschenskinder unterscheiden. Gestrandet und Abenteuer gibt es noch nicht. Das soll aber sich demnächst, glaube ich, ändern, soweit ich das verstanden habe. Und ja. Welttyp normal, superflach, surreal, normal, Erze hoch, niedrig, mittel, hoch lassen wir natürlich, also wir lassen es auf den Grundeinstellungen, Höhlen aktiv, nicht aktiv. Da muss ich tatsächlich sagen, das mit den Höhlen ist ein bisschen sehr, 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 sehr nervig. Also das mag ich nicht so, aber ich lasse aktiv. Vegetation, ganz ehrlich, brauchen wir dringend. Und Tiere. Dafür wird es oder da wird es einige Neuerungen geben und einige Dinge, die einen umhauen werden. So, und dann geht man einfach auf Welt erstellen und erstellt die Welt. Am 1.10. um 21.40 Uhr, ja, wir haben es gerade 21.40 Uhr, tatsächlich. Dann kommt dieser wunderschöne Ladebildschirm mit 199 FPS. Sowas von unnötig, aber wer weiß, vielleicht braucht man sowas ja. Und ja, jetzt wird noch der Wind erzeugt, die Wolken produziert, die Trauerweiden aus, keine Ahnung, Höhlen ausgebuddelt, Sonne angezündet. Okay, dann zünde mal die Sonne an, mein Freund. So, und dann sind wir sogar schon und man hat es schon gehört, ja, es gibt hier mittlerweile Elefanten. Es gibt auch eine Giraffe, Z war das, genau, da ist die Giraffe. Da war gerade noch der Elefant. Da ist der Elefant. So. Ja, also sieht halt auch schon, naja, nach Wising World halt aus. So.
Es gibt mittlerweile hier Baumwolle, beziehungsweise ja, genau, Baumwolle war das. Sogar noch ziemlich viel. So. Ja, ist halt ganz normale Baumwolle. Man startet halt immer noch mit der Axt und der Pickaxe. Ja. Die Baumwolle brauchen wir, beziehungsweise allgemein die Wolle von den Schafen da vorne. Wir brauchen genauso auch diese Hanfblätter hier. Ja, das brauchen wir halt allgemein halt, um das alles fertig zu machen. So, hier seht ihr in der Savanne laufen hier Elefanten rum. Die sind auch alle ziemlich nett. Wenn es zwischendurch mal leckt, das liegt halt am Aufnahmeprogramm, beziehungsweise liegt halt an der OBS. Das verträgt sich nicht so gut, weshalb es halt ab und zu einem gewissen Leckfaktor kommen kann. Muss aber auch nicht die ganze Zeit. So, man kann ja wieder alles klein hacken und machen und tun. Natürlich kann man immer noch die Bäume fällen. Das sollte man halt schon am Anfang gerade auch tun. Da gibt es jetzt halt noch keine großartige Animation, beziehungsweise es sieht jetzt noch nicht so schön aus, wenn der Baum angeschlagen wird. Das heißt, man sieht nicht, dass es passiert ist. In keinster Weise. Und das ist, finde ich persönlich, ziemlich schlecht. Aber gut, da kann ich halt natürlich jetzt auch nichts machen, ne? So, und dann tut man das hier und dann holt man sich halt. Okay. Dann holt man sich die Setzlinge. So. Und pflanzt hier neue Bäume hin. Bis die dann groß sind, dauert das, glaube ich, auch noch eine kleine Weile. Ja. So, dann seht ihr das schon. Mann, die Grafen sind echt groß. Also, ja, die haben schon so einige Größe vor sich hier. So. Nein, geht doch jetzt nicht weg. Hallo, Herr Giraffe. Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Herr Giraffe. Herr Giraffe. Oh, genau, das ist sehr schön. So. Das musste jetzt einfach sein. Ich möchte den Herrn Giraffe jetzt nicht die Bäume platt machen. Das wäre jetzt nicht so mein Fall. So, hier sind halt noch die ganz normalen Höhlen. Ganz ehrlich, ich finde die halt ziemlich. Oh shit, wenn man da runterfällt. Ich finde die halt ziemlich groß und viel und ziemlich nervig. Aber ja, das ist halt ganz normal. Das war schon immer so. Mittlerweile gibt es hier, also ich weiß gar nicht mittlerweile, ob wie lange das jetzt tatsächlich schon ist, gibt es einen Tag- und Nachtwechsel, wo ich sagen muss, ja, der passt. Ist halt schön. Schön unnötig. Und ja. Oh, da seht ihr. Den Löwen, den sollte man nicht zu nahe kommen, beziehungsweise den Tiger. Der wird uns jetzt ganz schnell halt als seine Vorspeise sehen. Und dann, ja, dann leben wir nicht mehr so lange. Auch wenn die Elefanten nachts schlafen, ja, die Tiere schlafen nachts, sollte man denen auch nicht zu nahe kommen, weil die töten dich dann natürlich auch ganz schnell. Ja, das passiert halt. Ja, ist mir so zwei, dreimal passiert, dass ich halt von einem Tiger angebissen wurde oder auch von Elefanten angegriffen werde, weil ich die halt im Schlaf, weil ich dachte, dass die schon tot sind, dass die halt einen Tiger oder so angegriffen hat. Habe ich so einfach mal so gesagt, ja, okay, komm, ja, dann töte ich dich und dann, ja, dann war er doch nicht tot. Und ja, dann habe ich halt einen Elefanten angegriffen, der, naja, der noch so ganz hart am Leben gewesen ist. Das war halt dann eher schlecht, muss ich sagen. So, ja, wir müssen am Anfang halt sammeln, ganz normal wie in Minecraft natürlich. Damit wir halt hier genug haben, so damit wir uns auch noch ein Bett leisten können und so weiter und so fort, brauchen wir halt natürlich auch das ganze andere Zeug. Damit wir Leben regenerieren können, brauchen wir ganz viel Essen. Und ja, bevor wir halt auch die erste Höhlenexpedition starten, müssen wir halt hier auch erstmal ganz viel abholzen, bauen und so weiter und so fort. Also ist schon sehr, sehr langwierig, aber man kennt es ja aus Minecraft, wobei da muss man halt schon sagen, dann hat man hier aus zwei, drei Bäumen oder beziehungsweise ein paar Bäumen und ein bisschen Erde sich schon ein neues Haus gecraftet und ja, das ist hier so einfach leider nicht. So, hier dauert das halt alles doch schon deutlich länger, also wirklich deutlich, deutlich länger. So.
Das Einzige, was hier schön ist, das Inventar ist wirklich groß. Deswegen mag ich das. Aber ja. Noch sind wir keinem bösartigen Tier zu nahe gekommen, aber das wird sicherlich auch noch passieren, um euch halt einfach die Tiere zu zeigen. Mal gucken, wann wir das dann das erste Mal machen. Ach komm, scheiß drauf, wir brauchen hier. Setzlinge sind immer gut. So. Wir werden uns jetzt gleich ein bisschen was holen. Und zwar, nein, nicht Z, sondern I. Genau. So, jetzt können wir hier den Baum hinpflanzen. So. Was? Hallo? Funktioniert noch nicht immer anscheinend, habe ich so das Gefühl. Ja. So. Wir werden jetzt noch hier das Schaf abernten. Das Schaf abernten. Dann werden wir hier noch das Zeug ernten. Und dann da vorne das Zeug. So. So. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir nicht. Das kann hier runter. So. Das Problem ist, wir haben jetzt hier natürlich absolut keine Ebene. Was heißt, wir hier schon wieder runterfahren können. Und zwar doch schon recht tief. Oh, das wollen wir natürlich. Oh, da ist ein Tiger. Da. In seiner wundervollen Pracht. Wollen wir den mal angreifen? Komm, wir greifen den mal an. Nein, er greift uns an. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben Leben. Ah! Aua, das meine ich. Die sind halt. Aua. Die sind halt auch ziemlich laut. So, jetzt haben wir den auch schon erledigt. Drei Schläge und er ist schon tot. Ja. Im Inventar hat er tatsächlich nichts drin. Jetzt können wir den halt noch verstecken, damit ihn halt niemand anderes findet. Und ja. So wurden wir ja schon mal von Löwen angegriffen. Haben Leben verloren. Dann drückt man einfach auf I. Holt sich die Zitrone, weil die bringt am meisten Leben. So. Und dann braucht man zwei Essen und dann hat man schon wieder Full Life. So, guck mal, was man findet, wenn ich dich bei YouTube suche. Viel ist wahrscheinlich. Muss man doch gleich mal schauen. So, dann tun wir noch den Baum abfällen, schlachten, töten, was auch immer. So. So, Baum geschlachtet. Genau. Na. Ich wollte schon sagen, sind wir jetzt schon wieder voll oder was? Das kann ja gar nicht sein. Die haben doch gerade erst angefangen. Da können wir doch gar nicht voll sein hier. Aber das habe ich auch schon erlebt. Das ist sehr selten bisher aufgetreten, aber diesen Bug scheint es anscheinend wirklich zu geben. Aber ja. So, und dann kann man hier zum Beispiel anfangen. Wir gehen jetzt hier auf I, gehen auf Crafting. Jetzt brauchen wir erstmal am Ende, am Anfang halt natürlich. Rohstoffe. So, wir müssen Holz machen. Und zwar, wir haben 25 Baumstämme und können somit ungefähr 100 Holz machen. Jetzt muss man noch ein bisschen paar Stückchen machen. Ich gehe mal hier auch auf 100. So, da haben wir immer noch 75 Holz und 100 Stöckchen. Und da können wir uns halt das erste Mal schon einen kleinen Unterschlupf machen, damit man halt in der Nacht ja durchaus auch mal schlafen können. Ich weiß jetzt nicht, ob die einen angreifen in der Nacht. Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das könnte aber durchaus möglich sein. Ja. Gehen wir jetzt mal auf die Feuerstelle. Da sieht man hier, man braucht 9 Stein und ein Baumstammstück. Ganz ehrlich, Stein, da geht man nochmal hier vorne hin. So, und okay, das war jetzt gerade ein bisschen sehr merkwürdig. Das klang jetzt sehr komisch. So, und jetzt haben wir zwei Steine gesammelt. Wir werden noch ein bisschen mehr Steine sammeln, weil wir brauchen ja 9 Stück insgesamt. So, ein Stein und ein Stein, genau. Also zwei Steine. Ein Stein und. Oh! Da unten ist der Tiger. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Also darunter wollen wir schon mal nicht. Auch wenn der Tiger da runtergefallen ist und wir hilfsbereite Menschen sind. Nein, wir wollen dem Tiger wahrscheinlich doch nicht. Zu nahe kommen, würde ich jetzt meinen.
So. Stein, 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 Schere, Papier. So, jetzt haben wir natürlich auch genug Stein gesammelt. Jetzt brauchen wir noch einen Holzstamm. Wir gehen mal einfach hier hin, holzt den wunderschönen Stamm ab. Und ja. Macht praktisch in der Zeit gar nichts. Ach, na komm schon, na komm schon. So. Ich werde das Video zwischendurch mal ein bisschen unterbrechen, damit ihr halt jetzt nicht die ganze Zeit das seht. Ich werde jetzt aber euch mal die wichtigsten Dinge zeigen oder vielleicht am Ende in einem kleinen Zeitraffer-Video, das euch im Schnelldurchlauf halt alles möglichst zu sehen geben. So. Haben wir jetzt eigentlich schon das Zelt gemacht? Nee, ne? Haben wir noch nicht. So, dann sieht man hier Feuerstelle. Das sollte man am Anfang halt eigentlich doch machen. Und einen kleinen Unterschlupf, damit man halt die Nacht auf jeden Fall ohne Probleme überleben kann. Jetzt gehen wir wieder hier auf unsere Ebene, wo wir uns niederlassen wollten. So, geht man hier auf Inventory. Dann geht man hier drauf und geht man hier drauf. Dann nimmt man das und macht das. So. Dann würde ich sagen, wir lassen uns genau hier nieder. Hier fällt das ganz und gar nicht auf, unser kleiner Unterschlupf. Wow, das war laut. Und dann können wir natürlich auch ganz ohne Probleme, ja, hier dann auch die Nacht verbringen. Genau, hier haben wir auch schon ein paar Bäumchen um sich. Hier haben wir einen kleinen Hügel, das heißt, wir sind ungeschützt, weil wir nicht sehen, ob da jemand ankommt oder nicht. So, wir sollten jetzt auch nicht zu weit wegrennen, weil ich habe einen Orientierungssinn eines Nusshörnchens und finde hier nie wieder hin. Also wirklich nie wieder. Ach, dieses Ranzoomen ist manchmal ziemlich nervig. Ja. So. Hier können wir nochmal ein paar Akazien setzen. So. Dann geht man hier hin und setzt einen hier hin. Dann können wir hier einen hinsetzen. So, und dann setzt mal hier noch einen hin. Und dann haben wir unser Haus auch schön verdeckt. Hier könnte man, wie gesagt, nachts schlafen. Die Sonne geht auch schon langsam unter. Aber wir wollen ja erstmal noch eine kleine Werkbank haben. Das funktioniert nämlich auch ganz einfach hier drüber. Dann geht man auf Herstellen. Dann hat man die ja tatsächlich auch schon ausgewählt, was ich recht nervig finde. Aber so ist es halt. So, und dann hat man die Werkbank hingesetzt und man kann halt hier werken, ne? So, hier sieht man jetzt, Rohstoffe kann man halt ganz normal machen. Baumstümpfe, Baumstämme so herstellen und fertig ist. Stöcke brauchen wir jetzt erstmal aktuell gar nicht. Lichter sind am Anfang wirklich ziemlich wichtig. Okay, komische Musik. Hier ist halt alles Mögliche, ne? Also große Fackel, Metall, müsste man halt wirklich mal so sehen. Gartenfackel, da braucht man bloß 6 Stöcker. Die kann man, glaube ich, auch so in den Boden rammen. Das muss ich mal kurz ausprobieren, indem ich hier mal 10 Stück nutze. Da habe ich zwar kaum noch Stöcker. Ja, genau, die kann man jetzt auch so hier hinstellen. So, und dann leuchten sie halt auch schon. Was halt auch schon sehr gut ist, gerade wenn es wirklich Nacht wird und man vielleicht doch nicht schlafen möchte, ist das schon sehr, sehr hilfreich. Aber man braucht dazu halt doch schon sehr, sehr viele Bäume. Oder man muss halt auch sehr viele Bäume schon fällen, was natürlich nicht jedem so seine Sache ist, wegen Umweltschutz und so weiter und so fort. Und naja, ist ja auch bloß ein Spiel. Also ganz ehrlich, man kann, also ich könnte das Spiel halt schon länger spielen, keine Frage. Das macht halt auch noch verdammt viel Spaß. Wir haben noch 2 Fackeln. Könnte halt, beziehungsweise, wenn man das regelmäßiger spielt, könnte das sogar noch ein zweites Minecraft werden. Aber ganz ehrlich, dazu fehlt halt noch sehr, sehr viel und es ist halt alles noch eine Alpha. Das muss man halt wirklich schon dazu sagen. Es ist nicht mal eine Beta-Phase, beziehungsweise eine Beta im Allgemeinen. Sondern das Spiel ist halt wirklich noch Early Access. Kostet, glaube ich, 14,99 bei Steam. Das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt einfügen, den Preis, damit ihr das seht. Ja. Wenn ich das jetzt nicht vergesse, natürlich. Das wäre jetzt natürlich sehr blöd, wenn ich das vergesse, aber
Das wäre nicht das erste Mal, dass ich was vergesse. So, was war da? Nee, das war nichts Schlimmes. So, wir müssen halt noch viel, viel Holz sammeln. Das ist nun mal das Problem wirklich. Das Holz geht hier sehr, sehr schnell vorbei. Und man braucht halt eigentlich so für 90% aller Dinge Holz, Eisen und sonst irgendwas. So. So, Baumstämme und Baumstämme und Baumstämme. Ach so, ja, und Baumstämme natürlich nicht vergessen. Durch F2 würde ich jetzt in den Creative Mode kommen. Entschuldigung, das möchte ich aber nicht. Und ja. Also ich werde jetzt euch noch ein bisschen was zeigen natürlich. Ich werde jetzt noch nicht in den normalen Modus gehen, beziehungsweise in dem Modus, den ich euch jetzt noch zeigen wollte. Was liegt denn da? Da lag noch irgendwas. Da liegt auch noch was. Ach ja, Setzlinge. Genau, Setzlinge sind sehr wichtig. Gerade von den großen Pappeln oder was auch immer, was das hier für Baumarten sind. Je mehr wir pflanzen, desto eher können wir sie natürlich auch nachpflanzen. Und desto besser haben wir die Möglichkeit, dann natürlich am Ende auch zu sagen, oh cool, da ist noch ein Zitronenbaum. Das, das war jetzt nicht das, was ich sagen möchte. Desto mehr Holz kann man halt, desto mehr Holz kann man natürlich am Ende auch sammeln. So. Oh, da waren Erdbeeren. Oh, das finde ich ja cool. Erdbeeren sind cool. Nee, das möchte ich nicht aufsammeln. Jetzt wird es nämlich langsam Nacht. Das seht ihr schon. Es wird langsam dunkel. Dadurch, dass wir jetzt alles mit Fackeln abgesteckt haben, finden wir auch irgendwie wieder zurück. Noch mehr Erdbeeren. Beziehungsweise eine einzige Erdbeere. So. Und da finden wir, wie gesagt, zurück. Sowas wie Zombies oder sowas gibt es hier nicht. Gibt halt bloß bösartige Tiere, die ganz schnell mal denken, oh ja, den möchte ich fressen. Oh, da war eine Möhrübe, eine Karotte. Ja, das könnte natürlich durchaus mal passieren, dass euch hier nachts einfach mal ein kleines, ein kleiner Tiger zu Besuch kommt und euch dann fragt, ja, darf ich denn mit dir spielen oder nicht? Das solltet ihr immer prinzipiell ablehnen, ne? Aber das ist ja klar. Man kann mittlerweile auch Gerüste bauen, was ich ziemlich geil finde, weil das macht es halt irgendwie schon sehr viel authentischer und sieht wahrscheinlich auch relativ cool aus. Ja, Werkbänke kann man hier, Blockbank, die Sägebank, den Amboss, den Schmelzofen, den großen Schmelzofen, den Webstuhl und die Werkbank Stufe 2 machen. Dazu braucht man allerdings viele Eisenplatten und Eisenstäbe und Aluminiumplatten. Das haben wir jetzt natürlich nicht. Aber wir brauchen auch erstmal einen Webstuhl, damit wir gleich noch was machen können. Dann mache ich immer noch die Sägebank, die wirklich, da braucht ihr doch mal 48. Ach ja, stimmt. Und die Blockbank, so. Jetzt haben wir halt nämlich wieder viel Holz verloren. Aber ja. So, Moment, jetzt müssen wir hier noch das Lagerfeuer irgendwie hinstellen können. So, genau. Was ich damit jetzt nun machen kann, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch irgendwas reinstellen kann oder ob das einfach bloß wegen Licht ist oder so. Ach ja, genau. So, und schlafen tut man dann mit der F-Taste. Dann kommt man halt in diesem wunderschönen Fensterchen. Und dann seht ihr, huch, ist auf einmal wieder Tag geworden. Wie geht das denn? Wunderschön. Jetzt haben wir den Webstuhl noch nicht. Wir haben den Webstuhl noch gar nicht gesetzt. Schade. So, dann tut man hier noch eine Werkbank hinstellen. Natürlich muss man das alles später auch noch ordentlich machen. Ich wollte jetzt mal ganz kurz was schauen, nämlich nach Werkzeugen. Hier gibt es tatsächlich keine Schaufel, sehe ich gerade. Okay, so im Sägewerk kann man halt die Bauelemente machen, die Holzplanken, beziehungsweise halt, ja, doch, Holzplanken kann man halt verschieden aussehen lassen, lustigerweise. Können wir gleich mal zwei machen.
Sprich, wir wollen das klassische aussehen, sprich das hier. Eins, zwei. So, dann haben wir jetzt gleich mal zwei gemacht. Und dann seht ihr hier, ja, es ist eine relativ kleine Holzplanke. Man kann sie auch nicht miteinander verbinden, so wie man das sieht. So, aber man hat hier halt jetzt zwei Holzplanken hingestellt und man kann das theoretischerweise nicht sehen. Also sieht halt, naja. Oh, da hinten seht ihr das? Der Tiger kommt immer näher. Oh, das sieht geil aus. Davon musste ich jetzt einfach mal einen Screenshot machen. Das tut mir schrecklich leid. So. Ja, das ist halt. Moment, da bin ich falsch. Finde ich halt nicht so wirklich schön. So, Holzbalken kann man natürlich noch machen. Glasscheiben. Dazu braucht man nichts. Das kannst du halt einfach so viel herstellen, wie du möchtest. Fensterrahmen. Ja, das ist jetzt natürlich. Nee. So, Schränke und sowas kannst du hier machen. Badezimmer. Ah, okay. Absperrungen. Ach, cool, man kann sogar Absperrungen machen. Ist ja sehr interessant. Schranke, Leitkegel, Leitpfosten. Okay. Gerüste. Gut, das ist ja noch ganz normal. Schilder ist auch noch ganz normal. Das kannst du auch drüben machen. Kisten ist halt wirklich sehr wichtig. Deswegen werde ich jetzt mal eine machen. So. Wir machen noch eine Holztruhe. Sicher ist sicher. Und ja, Bauelemente, wie gesagt, hier irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich dann hier davon 20.000 Stück aufstellen muss. Beziehungsweise das, ja, ich weiß nicht, wie man sich das irgendwie jetzt vorstellen kann, wie man sich hier wirklich Häuser baut. Dazu brauche ich wahrscheinlich auch noch dieses andere Ding. So, wie kann man das nochmal drehen? Mit E? Nein, mit R? Nein. Nein, nein. Wie kann man das nochmal drehen? Wie ging denn das Drehen nochmal? F1. Genau, stimmt ja. Stimmt ja, ja. Stimmt ja, genau, das war das. Das habe ich ganz vergessen. Ich wusste das nämlich gerade wirklich nicht mehr. So. Wir können natürlich auch noch ein Bettchen bauen, aber das wollen wir jetzt gerade nicht. So, hier können wir dann halt alles, was wir nicht brauchen, wie zum Beispiel das gerade. Das hier brauchen wir jetzt noch kurz. Holz brauchen wir noch, Stein brauchen wir aktuell nicht. Das brauchen wir. So, dann brauchen wir das Essen aktuell nicht. Hier unten gibt es halt auch eine Essens- und eine Trinkensanzeige. Trinken bekommt man halt, wenn man zum Beispiel Tomaten oder sowas isst. Also ganz, ganz legitim und normal. So. Den Webstuhl platzieren. Genau. Das kann man halt alles nachher auch noch irgendwie anders bauen. Man muss es halt nicht so machen. So, dann noch hier, nein, Inventar. Dann noch die drei. So, den Block-Dings hinstellen. Und da kannst du halt auch Blöcke machen. F, nein, das, nein. Wie ging denn das nochmal auf? Ich hab's vergessen. Ach ja, genau. So, dann können wir uns das wieder rausnehmen. Wir holen uns nochmal den Stein, weil ich jetzt nicht weiß. So, die 5. Dann können wir hier noch, noch eine größere Truhe hinbauen. Ich glaube, dass die größer ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja. So, platziere Holztruhe. So. Okay, das hört sich an wie Regen, aber es regnet nicht. So, und dann kann, sieht man das halt hier. Man kann halt Blöcke bauen, ja? Man braucht dazu Baumstamm. Bauen vor allen Dingen. Jetzt wollen wir mal was austesten. Wie das tatsächlich ist mit dem Bauen der Baumstämme. Das habe ich nämlich noch nie probiert. Das möchte ich aber jetzt unbedingt mal ausprobieren schnell. Wie das halt mit dem Bauen dabei ist, ob du das halt wirklich übereinander platzieren kannst, das heißt, dass die halt sich selber richtig bauen oder nicht. So, wir werden jetzt die Setzlinge nicht mitnehmen, wir haben hier genug Bäume gepflanzt erstmal. So viel zum Thema nachhaltiger Schutz der Bäume. Ja,
Wir brauchen dringend was zu trinken und siehe da, wir sind hier an einem wunderschönen See, beziehungsweise einem wunderschönen Wasserloch. Und ich glaube, hier kann man halt auch trinken. Nein, kann man natürlich nicht. Deswegen schön Tomate essen, dann wird das unten wieder grüner. Das hier unten. Ja. So. Dann könnt ihr das nämlich auch machen. So, jetzt gehen wir noch zurück. Jetzt machen wir noch nicht. Jetzt gehen wir noch nicht zurück. Wir gehen jetzt hier lang und machen das Bäumchen klein. Bäumchen klein ging allein in den weiten Welt. Ach ne, in den weiten Wald hinein. Menschenskinder, ja. Das sind halt Kindheitslieder, die ich natürlich so nicht kenne, logischerweise. Das ist ja irgendwo logisch. Ich bin kein Kind mehr, deswegen kenne ich die Lieder auch nicht mehr. Wurde erst gestern geboren, deswegen. Ach, was sind denn das für Lieder? Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. So, die Bäume wachsen tatsächlich schon, glaube ich. Das kann ich noch nicht mal so sagen. Wachsen die Bäume schon? Hm. Wenn nicht, dann habe ich halt ein schlechtes Sehvermögen. So, die fallen immer prinzipiell in deine Richtung, wo du Holz fällst. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Ob das einen gewissen Sinn hat. Diese Musik manchmal macht mich schon ziemlich fertig hier. So. Und danach werde ich das, wie gesagt, mit einem Schnelldurchlauf machen, wo wir halt unser erstes Häuslein bauen. Aber wie gesagt, das möchte ich halt erstmal so austesten. Das heißt, es wird auch eine relativ längere Folge. Mal gucken, wie lange ich halt diese Folge allgemein gehen lasse. Das weiß ich nämlich jetzt noch nicht. Habe ich mir jetzt auch noch keine Gedanken drüber gemacht, weil wir halt so schon 31 Minuten aufnehmen. Und dann halt jetzt noch das Haus bauen im Schnelldurchlauf. Das möchte ich ja, kann dann natürlich jetzt nicht so schnell ablaufen und so weiter und so fort. Und da seht ihr schon wieder, ich habe einen Orientierungssinn wie Nushörnchen. Ich weiß nicht mehr, wo es nach Hause geht. Da. Ich habe eine Fackel gesehen. Euro Truck Simulator 2. Ja, das beste Spiel. Passt. So, hier gibt es nämlich ganz viele. So, und dann können wir nämlich hier Holzblöcke bauen. Und zwar, ich möchte wirklich viele Holzblöcke, 132. Ich wette, das ist jetzt schon ein bisschen zu viel. Wie in Minecraft kannst du hier bloß 64 mal 64 Dinger platzieren. Und ja, du kannst es. Oh, das gefällt mir. Du kannst sie tatsächlich so bauen. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Stimmt, das hatten wir nämlich schon mal gemacht. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist noch gar nicht neu. Das ist schon länger so gewesen. Das ist tatsächlich schon länger so gewesen. Das habe ich nur verpeilt, beziehungsweise vergessen. Stimmt ja. Nein, das war dumm. So. Stimmt, diese Holzplanken, ich weiß gar nicht, was sind denn die Holzplanken eigentlich gut, weil wenn ich jetzt nämlich sage, hier, pass auf, Putz. Okay, cool. Kann man natürlich auch machen. So, Marmorfliesen, recyceltes Metall, Ornamentfliesen. Man kann hier wirklich so viel machen, das ist der Wahnsinn. Da kann man jetzt sagen, hier gehen wir auch aufs Maximale, hat man halt 28 und hat halt praktisch was für die Küche zusammen. Was natürlich auch nicht schlecht ist. So. So. Nein, das war dumm. Hey, doof. So. So. Nein, das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich gezwungen, hier noch weiterzumachen. Kann man die irgendwie abbauen oder so? Ah! Ach, das finde ich. Okay. Wie kann ich denn das jetzt hier wieder wegmachen? Habe ich die Möglichkeit? Ach, wahrscheinlich so, genau. Oh, das ist ja dann ganz kaputt. Oh, das ist mies. So, kann ich auch das hier kaputt machen? Ja, kann ich tatsächlich. So, weil das brauchen wir nämlich hier nicht. Dieser Tiger da macht mir ziemlich viel Angst dort. Weil genau an der Stelle rumhängt. Da hinten ist noch ein Schaf. So. Okay, also wenn man das so baut, dann braucht man tatsächlich auch viel, viel Holz. So, Webstuhl, seht ihr hier, kann man hier Rohstoffe machen und was fürs Camping halt. Wirklich ein riesengroßes Zelt, was natürlich nicht schlecht ist, denke ich.
So, deswegen geht man hier auf Rohstoffe. Dann kann man hier auch aufs Maximale gehen. Dann hat man dann natürlich hier Fasern. So. Und dann kannst du hier natürlich sagen, okay, komm, wir machen hier 64, beziehungsweise macht hier halt wirklich 64 Dinger hin. So kannst du natürlich noch maximal 64 produzieren. Beziehungsweise ich habe auch, nee, ich habe noch viel mehr Platz. Ah ja. So geht man hier auf Camping wieder, geht man auf Zelt, geht man auf Zelt herstellen. Dann kannst du das hier drüben, glaube ich, kaputt machen. Genau, da kannst du das hier drüben kaputt machen. Gehst hier auf I. Dann hast du hier dieses wunderschöne, sich selbst aufbauende Zelt. So, dann kann man hier so und dann ist es halt ein bisschen besser getan, sage ich jetzt mal. Geht auch schneller zum Platzieren. Und hier kannst du halt jetzt auch Ausrüstung hinten reinmachen und so weiter. Kannst halt auch, aber auch natürlich auch schlafen. Aber das wollen wir jetzt natürlich nicht. So, wir wollen ja hier unser kleines Häuschen bauen. Und da würde ich sagen, ich mache das jetzt in einer kleinen Schnellaufnahme. Das heißt, wundert euch bitte nicht, wenn ihr jetzt keinen Ton hört, sondern wirklich nur ein bisschen Musik. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Haus dann fertig ist. Thank you.
Hallöchen und herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ja, also, jetzt haben wir ein kleines, also wirklich kleines Häuschen samt Fenstern, wunderschönen Türen und Überdachung fertiggestellt. Das Ganze auch mit einem wunderschönen Gerüst hier draußen, was ich sehr cool finde, das mag ich echt. Das haben wir fertiggestellt. Das hier ist noch nicht so ganz fertig, aber ich wollte das jetzt so lassen. Und ja, wir haben sogar hier kleine Fensterscheiben drin in den Fenstern, was ich sehr, sehr, sehr nice finde. Was halt auch ziemlich cool irgendwo aussieht. Das Ganze ist jetzt halt ein bisschen zu klein. Das heißt, wir hätten das noch ein bisschen anders bauen können. Aber das ist ja erstmal die erste Version eines Hauses, was ich halt jetzt gerade fertig gebaut habe. Das Ganze hat ungefähr eine Stunde gedauert, das habt ihr jetzt hier vorher im Zeitraffer gesehen. Und ja, ich muss sagen, es ist kein hübsches Haus. Man kann deutlich, deutlich mehr daraus machen. Aber ich muss sagen, ja, man kann es annehmen, man kann es eventuell hier und da als Haus erkennen. Man muss natürlich noch ein paar Dinge verfeinern. Natürlich gibt es hier, hätte ich das Gerüst deutlich besser machen können, indem ich hier ringsherum noch was ordentliches baue, so dass es halt gerade ist und nicht so komplett unterschiedlich schief. Hätte man das Gerüst natürlich noch viel, 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 viel besser machen können. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Wenn man größere Häuser hat, kann man natürlich diese Geräte dann abbauen. Also sprich kaputt machen muss man das leider. Und dann könnte man sie halt drinnen verfrachten oder man kann halt auch in den Keller gehen. Aber ich glaube, das macht sich halt wirklich sehr schlecht. Man kann die Blöcke halt komplett zerstören, was ich jetzt natürlich nicht machen werde. Diese Steine kann man, glaube ich, auch zerstören. Ja, sollte man dann noch was schön haben wollen, dann kann man das natürlich auch noch bauen. Moment, da muss ich das jetzt mal kurz hier hin. Da gehen wir hier auf die 3. So. Man kann natürlich auch noch schöne farbige Wände hierhin machen oder halt wirklich so als kleines Akzentchen, was jetzt natürlich nicht so schön hier ist. Aber man kann es halt alles super gut wieder zerstören. So. Und dann haben wir das zerstört. Man kann diese Dinger leider nicht mehr aufsammeln, was mir persönlich besser gefallen würde. Oh. Naja, egal, komm. So. Momentchen, so. Und dann hätte man hier auch noch ein bisschen Farbe drin. Das heißt, man kann die Wände halt auch individuell gestalten. Das könnte man zum Beispiel für die Küche nehmen oder so, dass man halt eine etwas dickere Wand nimmt oder halt Holzplanken dann da dran stellt oder so. Man kann halt wirklich viel in dem Spiel machen. Man kann Häuser mit mehreren Etagen bauen, mit sehr viel mehr Etagen. Man kann aber auch einfach nur eine geraden Ebene bauen, mit solchen Steinen hier beispielsweise. Das funktioniert alles komplett ohne Probleme, muss ich sagen. Und ist halt auch noch sehr funktionell und sehr, sehr, sehr gut in meinen Augen. So. Dann hätte ich nämlich das hier so ungefähr ausbauen können. Das hätte ich eigentlich machen können, aber hab's irgendwie vergessen. Ja, das kann man ja alles danach wieder wegmachen, wenn es halt einem nicht gefällt, was es halt nicht tut, logischerweise. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten hier, wo man sagen kann, hey, ja komm, das passt doch so. Und dann hätte man das hier auch ein bisschen gerader machen können. Und ja, naja, es gibt halt viele Möglichkeiten, dann sein Haus zu verschönern. Zuerst hatte ich ja die falsche Holzsorte genommen, da hatte ich diese hier genommen. Hab den Grundriss gebaut, danach musste ich halt alles nochmal abbauen, weil ich dann diese Holzplanken hier genommen habe. Man kann natürlich noch viel, viel mehr machen. Ich meine, hier kann man das halt wirklich alles sehen. Stein, Steinziegel, Sandstein beispielsweise, Pflastersteine, Lehm kann man hier machen, Marmor kann man machen, Holzblöcke, Holzplanken, Moment, Holzplanken, genau. Asphalt kann man hier auch machen, was ziemlich cool ist, halt für Straßen und sowas, obwohl man, glaube ich, keine Autos bauen kann, glaube ich. Beton funktioniert hier, was ein bisschen komisch aussieht, aber ich glaube, das passt schon so.
Stahlbeton, was auch ziemlich nice ist. Putz, ja gut, das ist halt Putz, ne? Fliesen kann man hier schön machen. Marmorfliesen, Kupfer, Metall. Metallplatten kann man machen. Recyceltes Metall, was auch ziemlich krank aussieht, um ehrlich zu sein. Und Ornamentfliesen, was halt in meinen Augen richtig geil aussieht. Hier kann man halt auch ziemlich viel machen. Das hatte ich nämlich noch nicht gezeigt, alles, was man wirklich alles machen kann. Ja, man kann Leitern bauen. Man Medizin hier, so eine Beinschiene kann man bauen. Waffen kann man hier noch bauen. So, hier kann man halt wirklich Türen. Man kann hier wirklich viele, 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 viele Türen machen. Hier so eine Zugbrücke kann man noch bauen. Kanaldecke kann man bauen. Das ist ja echt krank. Hier alte Holzabdeckung, Gittertür, Einzeltürmetall und so weiter und so fort. Dekoration kann man hier noch bauen. Man kann halt wirklich alles wirklich auch hübsch machen. Schränke, Tische, Sitze. Bauelemente sind halt ganz normal. Badezimmer kann man hier wirklich auch noch detailgetreu halt machen. Kisten logischerweise. Absperrungen kann man hier auch noch machen. Hier sowas kann man halt wirklich alles machen, wo ich wirklich sagen muss, was? Sowas brauchst du doch nicht, vor allem nicht, wenn du alleine spielst, ja? Aber ja, das ist ja eigentlich auch egal. Das Spiel hat wirklich sehr, sehr viel dabei. Nein, man kann noch nicht abbrennen. Was schon der Wahnsinn ist. Und ja, das war jetzt mein kurzes, deutlich längeres Review. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ich würde mich freuen, wenn ihr in euren Kommentaren da lasst, wie es euch gefallen hat. Schaut auch gerne bei Twitter vorbei oder bei Facebook, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was meine Videos angeht. Ob mal ein Tag was ausfällt oder sonst irgendwas. Oder auch ganz einfach, ja, um halt immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn man wirklich mal sagt, okay, komm, wir machen ein Let's Play davon, dann sagt mir auch gerne Bescheid. Dann werde ich mir mal ein bisschen was aussuchen. Da kann man sicherlich noch ein bisschen was bauen hier. Was Größeres, was Kleineres und ja. Einfach Bescheid sagen, schreibt es in die Kommentare. Und ich werde mich darum kümmern mit Sicherheit. Und damit bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich immer wieder freuen, wenn ihr einschaltet. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin, meine Freunde, euer Labiton X.